Hallo und herzlich willkommen zu Teil 19 von Passing By. Wir sind in Buttercups Bau, einer neuen großen Insel. Und tatsächlich der erste Name mit B. Also ich bin sehr gespannt, ob wir da jetzt irgendwas erfahren über die Sache mit den Namen. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur, weil es halt kein Mensch ist. Und deswegen ist es ein B. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass das Essen langsam ausgeht. Ich hoffe, wir finden hier was, aber wir sollten hier auf jeden Fall was finden. Ich meine, das ist ja keine kalte Insel. Und hier oben wächst unser Zeug auch. Das ist gut. Das sieht nämlich prächtig aus. So, okay. Also hier ist auf jeden Fall alles voller Hasen. Und hier ist ein Charakter mit Gitarre. Hallo, mein Name ist Curly. Wer bist du? Curtis, also fast gleich. Guten Tag, Curly. Ich bin Curtis. Willkommen in meinem Zuhause. Bitte bewege dich langsam und sprich in Zimmerlautstärke, um die Kaninchen nicht zu erschrecken. Hier sind so viele und sie sind alle so niedlich. Danke. Darf ich sie streicheln? Das Streicheln der Kaninchen ist untersagt. Es stresst sie zu sehr. Was? Und wenn sie von selber herkommen? Andererseits streichelt Charon sie die ganze Zeit. Vielleicht mögen sie es ja doch. Charon? Ist das der Kaninchenwärter? Lebt er auch hier? Charon ist mein Mann und das sind seine Kaninchen. Normalerweise lebt er hier mit mir, aber er ist jetzt schon einige Tage nicht nach Hause gekommen. Ich vermute mal, das hängt damit zusammen, dass die Seilbahn seit kurzem nicht mehr funktioniert. Die Seilbahn? Die Apparatur, die unsere beiden Inseln verbindet. Wir haben sie gebaut, als wir noch jünger waren, damit wir uns treffen und zusammen musizieren können. Du meinst, dein Mann ist jetzt auf der anderen Insel gefangen? Machst du dir keine Sorgen? Solange ich noch hören kann, wie er jeden Abend die Flöte spielt, weiß ich, dass es ihm gut geht. Obwohl es natürlich schön wäre, wenn wir hier wieder zur Normalität zurückkehren könnten. Vielleicht kann ich helfen. Ich könnte mit meinem Ballon rüberfliegen und mal nachschauen, was los ist. Das ist ein großzügiges Angebot, Curly. Wenn du die Zeit dazu findest, würdest du mir damit einen großen Gefallen tun. Aber zuerst sollten wir den Seilbahnbetrieb auf dieser Insel hier reparieren. Oh, es gibt zwei Antriebe. Einen für jede Seite. Korrekt. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit wir mindestens einen laufenden Antrieb haben und wenigstens das Notfallseil, das Seilbahn noch läuft. Charons Antrieb funktioniert mit Wasserkraft. Meiner wird normalerweise von einem der Kaninchen angetrieben, okay? Allerdings hat wohl keiner von uns beiden damit gerechnet, dass besagtes Kaninchen in einen Hungerstreik ziehen würde. Okay. Bitte was? Ein Kaninchen im Hungerstreik? Vielleicht ist das Buttercup. Ja, ist es natürlich. Buttercup ist für seine Hitzköpfigkeit bekannt und außerdem ziemlich stur. Ich habe trotzdem nicht erwartet, dass er anfängt zu streiken, nur weil ich ihn auf Diät gesetzt habe. Demnach ist er gerade auch nicht besonders gut auf mich zu sprechen. Aber vielleicht könntest du mal zu ihm gehen und für mich mit ihm verhandeln. Vielleicht nimmt er ja von dir etwas zu essen an. Okay. Ich kann es ja zumindest mal versuchen. Kann ja nicht so schwierig sein, ein süßes kleines Kaninchen zu füttern, richtig? Also wenn das Kaninchen alleine für den Antrieb sorgt, dann wird das bestimmt kein süßes kleines Kaninchen sein, schätze ich mal. Wenn du nach unten in die Minen gehst, dann nimmst du besser etwas Dynamit mit. Das Gestein auf dieser Insel ist ziemlich hart und so kommst du leichter voran. Aber bitte pass auf, dass du die Tiere nicht verletzt oder dich selbst. Wow, Dynamit. Ohne Witz, spreche nur in Zimmerlautstärke, aber hey, nimm Dynamit mit. Also gut, ich schaue mal, ob ich Buttercup überreden kann, wieder an die Arbeit zu gehen. Ich habe einige Snacks dabei, die ihn überzeugen könnten. Und wenn das nicht funktioniert, dann fliege ich auf die andere Insel und schaue mich zumindest mal nach deinem Mann um. Vortrefflich, Curly. Mein Dank ist dir gewiss. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um die Gondelsteuerung und schaue mal, ob ich das Problem von dort lösen kann. Oha, das ist voll cool, weil bestimmt kommen wir dann, also fliegen wir mit dem Ballon rüber und gehen dann zurück. Also wir gehen zum ersten Mal dann wirklich richtig in den Westen, obwohl wir mit dem Ballon eigentlich schon weit im Osten sind. Glaube ich. Klingt zumindest so. Krass, ich kann gar nicht hoch, während sie hochklettert. Das wollte ich gerade testen, ob ich sie irgendwie einholen kann oder so. Okay, also hier geht es auf jeden Fall rein in die Minen.
Ich bin mal gespannt. Gehen wir erstmal ins Haus. Gucken wir mal, ob da was Interessantes für uns ist. Ein Foto von zwei Männern in schicken Anzügen. Sieht aus wie ein Hochzeitsfoto. Die beiden tragen sogar aufeinander abgestimmte Krawatten. Was für ein süßes Paar. Und warum hängt es hier? Das sieht aus wie Musiknoten für eine Gitarre. Ich wünschte, ich könnte auch ein Instrument spielen. Das wäre, eigentlich könntest du doch eine Gitarre hier mitnehmen. Hier auf dem Ballon ein bisschen spielen wäre doch eigentlich ganz chillig. Einfach ein Hasenkuscheltier, na klar. Kann ich ja durchgucken. Wow, ganz in der Nähe ist eine wirklich große Insel mit einem riesigen Wasserfall. Oh, da ist sogar ein schöner Landeplatz, ganz am Fuße des Berges. Das wird wohl die andere sein, ha? Kann ich denen irgendwas, aber ich kann denen nichts geben oder so, gell? Für die Kaninchen. Gut, dass ich noch eine Karotte übrig habe, dass ich mir alles aufspare. Das ist die wichtigste Grundregel in jedem Spiel, das ihr spielt, wo es Items gibt. Wenn ihr irgendwie Essen oder sowas habt, gibt es nie alles, weil es gibt, kann immer irgendeinen Charakter geben, der dann genau das gerade braucht. Und ihr habt es wahrscheinlich 100 Mal davor gehabt schon, dieses Item, aber habt es dann genau in dem Moment nicht. Stellt euch vor, der Buttercup braucht eine Karotte und wir hätten keine Karotte. Gut, in dem Fall müsste es das auf der Insel geben, weil wir können ja nicht wieder zurück. Wenn ganz wie in anderen Spielen, müsste man dann erstmal irgendwo hingurken. So, was machst du denn hier? Buttercup ist gerade nicht besonders gut auf mich zu sprechen. Okay, das Gleiche. Ich zeig dir mal meinen Brief oder den Brief. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber im Moment bin ich genug mit dem Fehlen meines Ehemanns beschäftigt. Okay, wenn das so anstrengend ist. Nee, der Hebel bewegt sich kein Stück. Liegt wohl an technischen Problemen. Kann ich da drauf laufen? Uff, ja, kann ich. Uff. Warum riskiere ich das auch immer? Egal. So, gehen wir mal nach unten. Ja, guck mal, da sind sogar Karotten. Was passiert, wenn wir die ganzen Karotten essen und Buttercup keine Karotte geben können? Kommen wir dann hier nicht weiter? Drei Pilze, sehr schön. Ich brauche Essen. Es geht echt langsam aus. Ja, noch mehr Pilze. Nicht, dass ich mich im echten Leben über sowas freuen würde, aber hier tue ich's. Okay, wir müssen die Augen offen halten nach einem Achievement, nach einem Souvenir. So, aber ich benutze hier doch keinen. Ah, deswegen kriegen wir Dynamit, falls wir die Spitzhacke nett haben. Die haben wir natürlich. Was ist das auch? Oh. Gibt es da noch irgendwas? Nee. Karotte, Karotte, Karotte. Ich hoffe, eigentlich fände ich es cool, wenn man noch auf unserem Ballon irgendwas anders anbauen können. Da ist er, ey. Es war klar, dass es ein richtiges Viech ist, ey. Kann der sprechen? Du musst Buttercup sein. Du bist ein bisschen größer, als ich gedacht hatte. Und definitiv im Hungerstreik. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir dich mit einem Leckerli überzeugen können, wieder an die Arbeit zu gehen. Immer noch krummelig? Immer noch am Streiken? Wie kann jemand so Plüschiges nur so schlecht gelaunt sein? Wie wäre es mit dem Brief? Uff, jetzt schaut es sogar noch krummeliger aus. Nee, ich packe das besser wieder ein. Wäre es mit einem Schluck Wasser? Noch krummeliger. Okay, du kriegst eine Karotte. Hier. Die Karotte scheint ihn schon sehr zu interessieren. Aber ich glaube, sie ist vielleicht etwas zu klein für ein Kaninchen von seinem Format. Vielleicht muss ich größer denken. Wie wär's mit einer Steckrübe? Nein, geh runter von mir. Hör auf, mich zu beißen. Ich verstehe schon, du findest nichts gut außer Karotten. Kein Grund, sich gleich so aufzuregen. Okay. Wie wär's mit Pilzen? Hör auf, mich zu beißen. Ich muss größer denken. Größer als Karotten. Was sehe ich hier nicht? Noch eine Karotte? Aber das kann nicht sein, oder? Das macht keinen Sinn. Vielleicht muss ich größer denken.
Versuchen wir mal größer zu denken. Größer als eine Karotte. Gibt es hier irgendeine Riesenkarotte oder so? Was war das da unten? Da unten hat passiert irgendwas, oder? Oder ist das das Wasser, das wir sehen von hier innen? Müsste eigentlich fast das Wasser sein, gell? Ja. Vielleicht muss ich größer denken. Also ich habe ihm jetzt 2 Karotten gegeben. Heißt das, ich muss ihm 3 oder 4 Karotten geben? Oder ich brauche irgendwas anderes? Was mag der denn, der Buttercup? Was mag der denn? Er mag nur Karotten. Ich muss größer denken. Es gibt hier nirgendwo eine Riesenkarotte, oder? Ich könnte natürlich auch direkt auf die andere Seite rüberfliegen, aber dann könnte ich natürlich das Problem haben, dass ich dann immer zurückkomme, gell? Wenn wir nochmal mit ihr reden. Wir können dem Papagei zu fressen geben, aber so viel größer ist der auch nicht. Du hättest mir ruhig sagen können, dass klein und niedlich in Bezug auf Buttercup eher riesig und ziemlich schlecht gelaunt bedeutet. Das heißt dann wohl, dass ihr beide euch kennengelernt habt. Gibt es Fortschritte bezüglich des Hungerstreiks? Er scheint sich nicht leicht überzeugen zu lassen. Er wollte nichts von meinen Snacks haben und streicheln durfte ich ihn auch nicht. Das klingt nach Buttercup. Ich fürchte, dann müssen wir nachgeben und ihm eine extra große Karotte besorgen. Und wo kriegen wir so eine her? Charon baut drüben auf seiner Insel Gemüse und Karotten an. Normalerweise bringt er die Ernte mit der Seilbahn hier rüber. Willst du damit sagen, dass die Karotten alle auf der anderen Seite der Insel sind, wir aber hier festsitzen? Außer natürlich, du wärst so nett und hilfst uns, Curly. Du könntest doch sicherlich einfach mit deinem Ballonschiff nach drüben fliegen. Aber was ist, wenn wir den Seilbahnantrieb auf der anderen Seite auch nicht reparieren können? Dann sind wir da drüben und du sitzt hier alleine fest. Ohne Seilbahn kann ich nicht zurückkommen, wenn ich erstmal losgeflogen bin. Das wird schon werden. Selbst wenn die Seilbahn nicht repariert werden kann, findet Charon und ich schon wieder einen Weg zueinander. Das war schon immer so. Ich vertraue auf uns. Aber wenn du uns deine Hilfe anbietest, sage ich natürlich nicht nein. Ich kann dir nichts versprechen, aber ich schaue mal, ob ich irgendwie da drüben landen kann. Am Fuße des Bergs soll es noch eine alte Anlegestelle geben. Sobald du da bist, folgst du am besten einfach dem Klang von Charons Flöte. Du kannst ihn nicht verfehlen. Ist der Charon hier der Fährmann? Eigentlich geht für die ja nach unten. Das heißt, da können wir einfach wie in jedem anderen Spiel mit so einem, also rüber sliden. Ihr wisst, was ich meine. Okay, aber das heißt, wir müssen erstmal rüber, dann hierher zurück und dann mit einer riesen Karotte in Buttercup bestechen. Buttercup. Aber gucken wir mal, ob sich da oben was getan hat. Wahrscheinlich nicht, oder? Das war, die Zeit war zu kurz. Oh, und wie sich was getan hat. Wie geht denn das jetzt hier ab? Sind die fertig? Das kleine Bäumchen wächst fleißig und die Orangen sind jetzt schon fast reif für die Ernte. Krass, das geht halt schon ab. Hier in diesen Gefilden. Okay, das heißt abheben, rüberfliegen, dort landen. Aber wir brauchen ein bisschen Gas, oder? Wir haben nur noch das, glaube ich. Oder wie war das? Ja, wir haben gar nichts mehr. Ah, doch, wir haben noch eins. Puh. Glücklicherweise haben wir noch eins. Ist nämlich fast leer. Boah, ich will endlich irgendwo, wenn es nichts gibt, ums Gas aufzupushen. Ich habe so viele leere Flaschen. Warum gibt ihr mir die leeren Flaschen? Warum gehen die nicht einfach weg? Oh krass, der andere Teil ist eher bergig, oder? Das ist das sogar noch größer. Cool. Das ist eine krasse Seilbahn. Boah, da würde es mir echt auch anders werden, gell? Karottenkaverne heißt die andere. Und da ist sogar kühler, oder? Schneit's hier. Zählt es jetzt als eine oder als zwei große Inseln? Oh, ich höre die Flöte. Sieh mal an, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Curly und du musst Charon sein, richtig? Das stimmt. Woran hast du mich erkannt? An meinem guten Aussehen
oder vielleicht an meinem fantastischen Flöten-Solo. Curtis hat mir von dir erzählt. Ah, mein lieber Curtis tratscht also wieder über mich, hm? Wie geht es ihm? Oh, jetzt kapiere ich, das ist ein Kerl, der da drüben. Deswegen ist da ein Bild von zwei Männern, okay? Das habe ich nicht kapiert. Wie geht es ihm? Er ist ein bisschen beunruhigt, weil die Seilbahn nicht läuft. Und sehr ernst. Außerdem macht er sich Sorgen um dich. Ja, das klingt nach meinem Curtis. Hat er erwähnt, was das Problem mit der Seilbahn ist? Es scheint so, als ob eines der Kaninchen für das Chaos verantwortlich ist. Oh, das muss mein armer kleiner Buttercup sein. Ich wette, Curtis hat schon wieder versucht, ihn auf Diät zu setzen. Oh Mann, wann werden die beiden endlich lernen, miteinander auszukommen? Curtis hat gehofft, die Streitigkeiten zwischen ihm und Buttercup mit ein paar Karotten von dieser Insel aus der Welt schaffen zu können. Aber er meinte, dass wohl auch das Notfallseil außer Betrieb ist. Oh, das ergibt natürlich Sinn. Aus Sicherheitsgründen ist der Antrieb der Seilbahn aufgeteilt. Es gibt einen auf jeder Insel. So wollten wir sicher gehen, dass, selbst wenn ein Antrieb mal kaputt geht, wenigstens das Notfallseil funktional bleibt. Aber mein Antrieb ist vor einiger Zeit kaputt gegangen und ich hatte noch keine Gelegenheit, ihn zu reparieren. Und da Buttercup jetzt streikt, heißt das also, dass beide Antriebe außer Betrieb sind. Eine ganz schöne Zwickmühle, in der wir da gelandet sind. Dein Antrieb ist auch kaputt? Warum hast du ihn nicht repariert? Weil er keinen Bock hat, weil er mal ein bisschen Ruhe braucht oder so. Das hätte ich wohl tun sollen, richtig. Aber es ging nicht, glaub mir. Es gab vor kurzem eine kleine Überschwemmung. Deshalb steht der Antrieb jetzt unter Wasser. Irgendetwas muss den Ablauf des Sees verstopft haben. Mein halbes Karottenfeld ist schon überflutet. Hast du irgendeine Idee, was die Überschwemmung verursacht haben könnte? Eigentlich nicht. Es wäre vermutlich am besten, wenn irgendwer mal darunter taucht und sich das Ganze anschaut. Ich bin allerdings nicht der beste Schwimmer. Und jetzt bist du ja da, Curly, richtig? Vielleicht könntest du dir das mal anschauen und versuchen, das Wasser abzulassen. Sobald das erledigt ist, sollte es ein Kinderspiel sein, den Seilbahnbetrieb zu reparieren. Ich kann gut schwimmen, schätze ich. Ich kann ja mal versuchen, mir den Antrieb anzusehen. Danke, Curly. In der Zwischenzeit versuche ich mal, ob ich einen Teil der Störung über die Gondelsteuerung beheben kann. Mhm. Und wo ist das? Muss ich jetzt hier in den Brunnen? Nicht. Ich kann hier gar nicht in den Brunnen rein. Ist das hier das Land- oder Strandhaus? Ein Notenständer. Ich kann Noten nicht besonders gut lesen, aber die hier sehen so aus, als würden sie einem Flötisten gehören. Wow. Sieht aus wie ein Anbaukalender. Im Moment haben Karottensaison. Rüben. Was sind das? Erbsen oder Bohnen? Das sind Erbsen und das hier sind was? Blaubeeren? Karottensaison, obwohl es hier eigentlich ein bisschen schneit. Okay, kommen wir da komplett. Ah, da ist der Wasserfall und da unten ist der See. Ich würde gerne auf die andere Seite. Guck mal, da ist auf jeden Fall ein Ballon. Aber ein Souvenir muss es, also muss es nicht, aber sollte es vielleicht hier auch noch geben. Oh krass, ich kann direkt auf Tailwind springen. Wie läuft's mit dem Tauchen? Geht es voran? Nicht so richtig. Vielleicht sollte ich mich erst ein bisschen aufwärmen. Hey, was auch immer dir hilft, Curly. Ich bastle so lange noch ein bisschen hier herum. Wie wär's denn mit diesem Brief? Hey, Charon. Erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, ich würde die Post ausliefern? Ich glaube, es hat sie gar nicht gesagt. Stimmt, du hast sowas Ähnliches erwähnt. Weißt du, für wen dieser Brief bestimmt ist? Vielleicht ja für deinen Ehemann. Der Brief hier? Nee, Curtis ist nicht so der Typ für Brieffreundschaften. Echt schade, wenn du mich fragst. Seine Handschrift ist perfekt. Sie ist so sauber, er könnte glatt selbst für die Post arbeiten. Aber dann müsste er ja in einem Postamt wohnen, richtig? Dann müsste er das ja... Ich gebe mal... Wie wäre es mit einer Chili hier? Hey, das wären bestimmt ein paar tolle Leckerlis für meine Kaninchen. Natürlich nur, wenn du selbst keinen Hunger hast. I don't know, ob das gutes Essen für die Kaninchen wäre. Wow, das ist ziemlich beeindruckende Ingenieurskunst. Nee, der Hebel bewegt sich kein Stück. Ich weiß nicht, ob Chilis das richtige Essen für Kaninchen ist, aber wir können es ja mal austesten. Aber nicht beim Buttercup, sonst speist er mich wieder. Oh ja, richtig viele Karotten, richtig viel Essen.
Sehr schön. So muss es sein in einem Spiel. Schön erstmal das komplette Feld von irgendjemandem abernten. Stellt euch das mal vor. Ihr habt irgendwie so ein mühsam errichtetes Feld, wo ihr euer Gemüse oder euer Obst oder was auch immer habt. Und dann kommt irgendjemand her, redet so ein bisschen mit euch und das nächste, was er macht, er geht auf euer Feld und erntet es erstmal völlig selbstverständlich ab. Oder redet nett mal mit euch und erntet es einfach so ab. Wow, so viele Karotten. Das wären mehr als genug, um das große Kaninchen in der Höhle zu füttern. Bin ich mir nicht sicher, ob das reicht, aber es reicht vielleicht für uns, Curly. Für dich und für mich. Oder nur für dich. So, okay. Ist das hier schon der große See? Stimmt, oder? Aber das sind auch nicht die Riesenkarotten. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf unsere Schwimmflossen. Wahrscheinlich brauchen wir unten aber was anderes, oder? Okay, hier gibt es einen Weg und hier, oder? Ja. Und hier nochmal ein. Bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht unten laufen sollte. Also mit meinen Moonboots. Ein Tiefseetauchstiefel. Na, guck mal, da ist irgendwas. Hallo? Ja, okay, da muss ich auf jeden Fall stehen. Aber ich schwimme erstmal den anderen Weg nach runter. Gucken wir mal, ob da noch irgendwas liegt. Hier. Voll cool, diese unterirdischen Höhlen. Ah, da ist eine Riesenkarotte. Was? Die hat alles verstopft, die Karotte. Lol. Ha. Okay. War eine zu fette Karotte, die da im Weg war. Riesige Karotte. Eine enorme Karotte, die den unterirdischen Fluss unter Charons Karottenfeld verstopft hat. Boah, ich würde so gern wissen, was passiert, wenn ich die esse. Gibt es da noch eine Möglichkeit? Oder nicht? Ich würde mich so sehr interessieren. Lol, ich kann einfach durchlaufen. Ha, oh cool, ein Hasenballon. Den will ich reinmachen. Hasenballonhülle, eine besonders niedliche Hülle, die an den riesigen Hasen Buttercup und seine Kolonie erinnert. Rein. Machen wir das Ding rein. Wer ist das? Ah, okay, doch. Das ist jetzt ein echt niedriger tatsächlich. Krass, die Farbe hat sich verändert. Das ist jetzt nicht mehr dieses Unterwasser, da ist ein Unterwasserweg, sondern dieses goldene, da ist ein Landweg. Ah, das muss hier hin. Ich habe das Wasser abgelassen, aber eines der Zahnräder scheint sich gelöst zu haben. Mal sehen, ob ich das reparieren kann. Aber wahrscheinlich, ich meine, ich habe jetzt schon einen Weg zurück dann geschafft, wenn ich das Zahnrad hier einsetze. Wahrscheinlich kriege ich dann halt einfach ein bisschen weniger Belohnung. So, das Ding läuft wieder, oder? Jawohl. Glaube ich. Hat es quietscht ordentlich. Also ich bin mir nicht so sicher, ob ich damit fahren wollen würde. Bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, ich tauche nochmal da runter. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was wir übersehen haben. Achievement haben wir nämlich noch nicht gefunden. Oder wird man da einfach eingesaugt? Die Fische aber nicht, gell? Und ich kann nicht in den Brunnen rein, gell? Das geht auf jeden Fall nicht. Ich probier's mal nochmal. Oha, das ging nur einmal. Krass. Na gut. Dann wieder zurück zum Charon, zum Fährmann. Meine schicken Stiefel wieder anziehen, ein paar Pilze essen und meine Orangen müssen noch jetzt demnächst fertig sein, oder? Bevor wir zu ihm gehen, gucken wir uns das an, ob die fertig sind. Das sieht, oh, ich weiß nicht, ob das fertig aussieht. Wir gucken kurz, das ist nur ein mini kleiner Umweg. Wenn die fertig sind, können sie halt wieder neu wachsen. Gerade Thema Essen ist gerade ein bisschen problematisch bei uns, deswegen gucken wir, dass wir da genügend haben, genügend Orangen. Yes.
Sieht so aus, als ob es dem Bäumchen gut geht. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, ob etwas in ihm wächst. Na klar, Curly. Klar wächst was dran. 3 Orangen sind halt auch nicht mega viel, gell? Aber es ist ein bisschen eine Unterstützung. Ich sehe hier kein Souvenir oder so. Hm. Wie einfach da steht und wieder flötet. Wie einfach nix macht im Prinzip. Du bist wieder da, wie ist es gelaufen? Gute Nachrichten. Der Antrieb ist repariert und der Abfluss zum See ist wieder frei. Übrigens, willst du wissen, was dein Ablauf verstopft hat, Charon? Diese riesige Karotte. Wow, das Ding ist echt riesig. Einer meiner Karottensamen muss ins Wasser gefallen sein. Das wird Buttercup auf jeden Fall gefallen. Das wäre auf jeden Fall die perfekte Karotte, um seinem Hungerstreik ein Ende zu machen. Aber wie kommen wir wieder nach unten? Über das Notfallseil? Nee, das Notfallseil ist nur zum Transport von kleinen Gütern gedacht, nicht für Passagiere. Aber ich habe eine Idee. Sag mal, Curly, hast du eigentlich Höhenangst? Ich wohne in einem Ballonschiff, also würde ich mal sagen, nein. Das ist doch klasse. Ja, genau das meine ich, mit so einer Seilbahn runterfahren. Das ist doch klasse. Schau mal, ich habe überlegt, mein altes Saxophon über das Seil zu hängen, um so eine Seilrutsche zu improvisieren. Ich glaube nicht, dass Musik unser Problem lösen kann, Charon. Hey, wir reden hier über ein Qualitätsinstrument aus den edelsten Materialien, die es gibt. Ich bin mir sicher, dass so eine mutige Person wie du damit ganz einfach am Seil entlang nach unten zu Curtis rutschen kann. Schließlich muss mein lieber Mann schon ganz krank vor Sorge sein. Schon gut, ich mache es. Kann es selber machen eigentlich, oder? Aber wenn ich abstürze, dann komme ich als Geist zurück und suche dich heim. Klingt fair. Ich habe schon alles vorbereitet und getestet, ob es sicher ist. Naja, so sicher wie es eben sein kann. Spring einfach an das Saxophon und hui, los geht's. Du saust einfach ganz schnell über die Schlucht. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich tue. Aber es ist wohl der einzige Weg, um nach unten und zur anderen Seite zu kommen. Ich kann es auch nicht glauben, Curly. Ich würde sagen, der soll das selber machen. Aber das wird bestimmt auch cool, wenn wir das machen. Hui! Und Abfahrt! Gut, dass wir nicht mit irgendwas zusammengestoßen sind. Hey Curtis, ich bin's wieder. Und was genau sollte diese riskante Aktion gerade Warte mal, wo ist Charon? Ist er nicht bei dir? Er wartet noch auf der anderen Insel. Er hat wohl ein bisschen Höhenangst und Platzangst und mag Wasser nicht. Um ehrlich zu sein, ist das eine ziemlich lange Geschichte. Ist wahrscheinlich besser, wenn Charon sie dir erzählt. Aber wenigstens haben wir diese riesige Karotte gefunden. Dann könntest du damit vielleicht nach unten zu Buttercup gehen und sie ihm anbieten. Mit dieser Karotte kannst du ihn bestimmt überzeugen, wieder an die Arbeit zu gehen. Genau das habe ich auch gedacht, Curtis. Bin schon unterwegs. Vielen Dank, ich kann es kaum abwarten, dass Charon endlich nach Hause kommt. Ja, vielen Dank für den Tipp, ey. So, Buttercup. Bin ich mal gespannt, ob man ihm auch normale Karotten... Was wäre passiert, wenn ich die selber gegessen hätte? Oh, ich würde es echt gern eigentlich wissen, ja. Ich überlege gerade, ob ich... Das brauche halt echt viel Zeit. Nee, jetzt ist eh zu spät. Wir hätten drüben speichern müssen. Vor allem sagt sie dann... Nee, stopp. Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Ich kann nicht speichern, ja. Wenn ich jetzt die Karotte esse... Oder sagt sie, sie kann sie nicht... Sie isst sie lieber nicht. Das müsste sie sagen, oder? Wenn ich die jetzt esse, könnte ich im Spiel welchem Spiel... Das brauche ich vielleicht noch. Also ich esse es besser nicht. Zumindest fürs Erste. Ja, okay. Das macht Sinn. Wenn das jetzt funktioniert hätte, hätte man einfach neu anfangen müssen. Ja, eine große Karotte für einen großen Kerl. Das ist genau das, was du gebraucht hast, oder? Warum ist der Kerl eigentlich so riesig, ey? Na also, wärst du dann bitte so freundlich und würdest dich wieder an die Arbeit machen? Wie in einem Laufrad hüpft einfach, okay? Wir brauchen nur eine einzige Seilbahnfahrt, damit Charon endlich wieder zu Hause ist. Eigentlich ist das doch ein chilliger Job, der muss doch eigentlich gar nichts machen und dann nur mal kurz, um jemanden hin und zurück zu transportieren. Sieh mal an, jetzt ist er ein absolutes Bildnis von einem Kaninchen.
niedlich, blüschig, kuschelig. Oh je, die ganze Flauschigkeit ist zu viel für mein Herz. Den könnten wir mitnehmen. Hier könnten wir geben ihm ein bisschen Sonnenblumenkerne. Ich denke nicht, dass das hier passt. Und den Brief nochmal? Nein, ich glaube nicht. Dann halt nicht. So, das nächste Problem wieder gelöst. Wir sind einfach Problemlöser. Charon schon da? Nö, noch nicht. Na, jetzt kommt er bestimmt. Hallo? Hallo alle zusammen. Habt ihr mich vermisst? Es geht. Offensichtlich. Ah, da ist ja meine liebste Bittermine auf dieser Welt. Krieg ich einen Kuss? Meine liebste Bittermine. Natürlich. Später. Hihi. Oh, und du bist auch da, Curly. Gut zu wissen, dass du nicht in den endlosen Himmel abgestürzt bist. Alter. Hey, Charon. Schön, dass du endlich wieder zu Hause bist. Ja, nicht wahr? Ach, die Kaninchen haben mir gefehlt. Aber am meisten habe ich natürlich dich vermisst, Curtis. Hör auf mit dem Süßholzgeraspel. Dein Kaninchen hat immerhin dieses ganze Chaos erst verursacht. Nur weil du ihn schon wieder auf Diät setzen wolltest. Und schau mal, immerhin hat die riesige Karotte, die ich drüben auf meiner Insel gezüchtet habe, das Problem auch wieder gelöst. Ich habe das Problem gelöst. Meinetwegen. Aber ich habe mir trotzdem Sorgen um dich gemacht. Ach, wir hätten schon eine Lösung gefunden. Du bist so schlau, dir wäre bestimmt etwas eingefallen und dann wärst du in 0, nichts zu meiner Rettung geeilt. Warte mal, wirst du etwa gerade rot, Curtis? Nein, werde ich nicht. So leicht kommst du mir nicht davon, Charon. Ich habe mir die Haare gerauft, deinetwegen. Hallo, was kann er dafür? Also, er ist zwar echt nervig, aber was kann er dafür? Oh nein, deine schönen Haare. Ich verspreche, ich mache es wieder gut. In Ordnung? Aber erst später. Jetzt sollten wir uns zuerst einmal für den erstklassigen Rettungseinsatz bedanken. Das glaube ich doch auch. Und mit mehr als nur einer gammeligen Gasflasche, das sage ich euch. Du hast wohl recht. Also gut. Ich will ein Kaninchen. Curly, vielen Dank, dass du uns geholfen hast, die Seilbahn zu reparieren und meinen albernen Mann wieder nach Hause gebracht hast. Nicht albern, witzig. Also gut, witzig. Wie wäre es, wenn wir Curly zum Dank ein kleines Ständchen spielen? Nein, das will ich nicht. Ich will cooles Zeug, ein Kaninchen und irgendwas, um Karotten anbauen zu können. Du liest meine Gedanken, Curtis. Wie sie mit danced. In den Arms so ein bisschen so. Curly, das ist zwar unser bestes Stück, aber ich fürchte, es ist nicht mehr annähernd gut genug als Dankeschön für deine harte Arbeit. Das denke ich doch auch. Und natürlich auch den ganzen Ärger, den das verzogene Haustier meines Mannes verursacht hat. Buttercup ist nicht verzogen. Er hat nur ein sehr sensibles Wesen und einen großen Appetit. Schatz, ich versuche gerade, mich für Curlys Hilfe zu bedanken. Alles gut, euer Auftritt war schon Dank genug. Das ist wirklich ein sehr schönes Lied, ja. Richtig, das Lied. Warte mal kurz, ich glaube, ich habe hier noch eine in der Tasche, eine CD, oder? Ah, da ist sie ja. Hier, nimm das. Das ist unsere Demoaufnahme. So kannst du dir unser Lied anhören, wann immer du willst. Das ist echt nett von dir, Charon. Aber ich fürchte, ich habe gar keinen Plattenspieler auf der Tailwind. Oh, das wäre jetzt was. Ein Plattenspieler. Das wäre jetzt was. Nun, das lässt sich sicher leicht beheben. Yes, das ist gut. Okay, dann nehme ich es zurück. Das ist eine coole Belohnung. Wenn du willst, kannst du mein altes Grammophon haben, Curly. Es ist ein bisschen eingestaubt, aber es funktioniert noch. Wow, das ist echt großzügig von dir. Ich werde gut drauf aufpassen, versprochen. Das wird meine Reisen noch viel angenehmer machen. Musik hören beim Fliegen, das ist das Leben. Ja, mach das. Die ganze Welt soll unser Lied hören. Und wenn die Leute dann Lust auf mehr tolle Musik haben, dann schickst du sie zu uns für ein Wohnzimmerkonzert. Alles klar, Curly? Klar wie Kloßbrühe. Klar wie Klobrühe. Dürfte ich an dieser Stelle vielleicht fragen, auf was für einer Reise du dich befindest, Curly? Ich? Ich soll diesen wichtigen Brief zu der Person bringen, für die er bestimmt ist. Das klingt nach einer ehrwürdigen Aufgabe. Viel Erfolg bei deiner Mission.
Ja, viel Erfolg auch von mir. Du kannst die Seilbahn zurück zu deinem Schiff nehmen, wann immer du aufbrechen möchtest. Die Fahrt geht natürlich aufs Haus, wow. Haha, in Ordnung. Vielen Dank euch beiden nochmal. Es war echt schön, euch kennengelernt zu haben. Bringt das musikalische Pärchen wieder zusammen. Ist das schon die letzte CD tatsächlich? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, eine fehlt noch. Das sieht aus, als hätten wir die verpasst, oder? Cool, jetzt können wir Musik hören. Das ist natürlich cool. Ich frage mich, ob wir das installieren müssen auf unserem. Na klar, müssen wir das. Ach Mann. Wir haben eh schon viel zu wenig Platz. Muss hier die Lichterkette wieder abnehmen. Ich habe jetzt alles nur fürs Au was nur fürs Aussehen ist, weggemacht. Sind jetzt nur noch funktionale Sachen. Tja, so ist das. Brief muss ich ja, glaube ich, nicht nochmal probieren, oder? Das ist eh nicht für die. Curtis, hast du so einen Brief schon mal gesehen? Das habe ich tatsächlich nicht. Sehr unorthodox. Ein Brief ganz ohne Adresse. Sieht für mich aus wie ein Fall für die Abteilung für tote Briefe. Abteilung für tote Briefe? Was soll das sein? Das ist die Abteilung der Post, die sich mit nicht zustellbarer Post beschäftigt. Du solltest mal in ein Postamt reinschauen, wenn du an einem vorbeikommst. Du erkennst die Gebäude an der weißen Farbe und den blauen Dächern. Aber ich habe noch keins gefunden. Das müssen wir jetzt echt machen. Was ist hier? Ah, ne, da kann ich noch runter. Ich will Kaninchen mitnehmen oder zwei. Oh, was ist das? Die waren vorhin aber noch nicht da. Die Pilze. Okay, wir können sagen, es ist even. Wir haben ja immerhin alle Karotten abgeerntet und die Pilze, alles Essen leer gelootet, was wir haben. Alles ist okay. Tschüss. Tschüss. Oh, das ist aber auch nicht schlau, dass der Hebel da unten ist. Man das nicht selber betätigen kann. Könnte ich da dazwischen vielleicht abspringen? Wahrscheinlich eher nett, oder? Sollen wir mal gucken, ob wir da irgendwas sehen. Oh, dieses Fallnetz ist halt auch cool. Ja, ich glaube eher nett, oder? Ich glaube eher nicht. Ja, guck mal, wie die Blüten, wie die schon wieder dran sind. Ich glaube, ich gieße mal noch. Das Bäumchen hat im Moment genug Wasser. So ein Quatsch. So, aber bevor wir Musik hören, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ist jetzt doch wieder eine recht lange gewesen, geworden. Ich habe auf jeden Fall kein Souvenir gesehen. Vielleicht gibt es doch nicht auf jeder Insel. Oder ich bin blind. Gibt es hier irgendwas, was so aussieht? Da müsste es doch eine Karotte oder so geben. Aber nee. Wie es aussieht, nicht. Egal. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Und morgen können wir uns endlich mal unsere Lieder anhören, die wir haben. Ich frage mich, ob man die einstellt und dann ist das die neue Hintergrundmusik. Das wäre natürlich cool. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Aber das schauen wir uns, wie gesagt, morgen an. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.